Ja, meine lieben Zuschauer, ich mache nur ein ganz schnelles Ankündigungsvideo, auch ohne Licht und mit Facecam und so weiter, mit der Webcam. Denn ich bin eigentlich noch zwischen den Klausuren. Ich habe gestern eine geschrieben und schreibe übermorgen eine. Ich wollte nur jetzt schon mal die Ankündigung machen für den nächsten Livestream. Am nächsten Samstag, das ist, glaube ich, sogar der Valentinstag, wenn ich mich nicht irre. Was ist der? Doch, das ist der 14. Das ist der Valentinstag, also mein Namenstag. Und wir werden wieder einen Livestream machen, wieder um 17 Uhr auf Twitch. Link auch wie immer in der Videobeschreibung. Und ich habe mir überlegt, was wir machen. Wir werden nämlich am Samstag um 17 Uhr Banished Livestream. Eigentlich wollte ich Banished nicht Livestreamen, weil ja gerade die Videos kommen und dann würde man irgendwas vorwegnehmen. Und deswegen habe ich mir was anderes überlegt. Wir machen nicht das, was ich im Let's Play mache, nämlich eine besonders große Stadt mit vielen Leuten zu bauen, sondern wir versuchen es mal so richtig hart und werden also ein Safe Game starten mit den Startbedingungen Adam und Eva. Das heißt, wir haben zwei Leute, einen Mann und eine Frau, wenn wir Glück haben. Wenn wir zwei Männer kriegen, haben wir ein Problem. Jedenfalls Adam und Eva heißt die Startbedingung. Man hat auch nur einen Karren mit ganz wenig Nahrung, ein bisschen Werkzeugen und ein bisschen Nahrung und man hat ansonsten nichts. Das heißt, gerade die ersten Jahre werden verdammt schwer, weil wenn einer von beiden stirbt, ist Ende. Und es müssen ja auch beide alle Aufgaben übernehmen, denn man braucht trotzdem Kleidung neue. Das heißt, es muss mal ab und zu einer schneidern, es muss mal ab und zu jemand Werkzeug herstellen, es muss jemand Nahrung sammeln und die sind nur zu zweit. Und ja, ich habe ja schon gesagt, das ist die reinste Inzest-Party natürlich, denn wenn die müssen dann Kinder machen, dann müssen die Kinder wieder Kinder machen, damit wir irgendwann mal ein paar Leute haben. Und weil das Ganze sonst noch zu einfach wäre, werden wir dann noch die Karte auf ganz klein stellen, das Klima auf schön hart. Und dann noch eine bergige Karte oder so. Wir machen mal so richtig Hardcore. Es kann natürlich sein, dass wir da mehrere Versuche brauchen, bis das überhaupt mal klappt, weil man vorher scheitert. Aber ist ja egal. Wir haben ja Samstagabend Zeit. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut bei Banished. Und würde ich sagen, bis dahin schaltet auf jeden Fall ein, euer Walle. Ich bin raus.